Wir sind nun in der letzten Demo-Session des heutigen Nachmittages. Sie sind auf der Bühne 4. Mein Name ist Thorsten Brassert. Herzlich willkommen. Wir haben nun eine Demo-Session, die aufgezeichnet ist, die wir gleich sehen werden. Und danach werden uns der Otto und der Sebastian auch für Fragen zur Verfügung stehen. Thematisch geht es um die GBD Web Suite. Und die Kollegen werden uns da halt das entsprechend kurz vorstellen, die Installation aus dem Docker Hub entsprechend präsentieren, die Basiskonfiguration und auch die Bereitstellung eines QGIS-Projektes anhand eines Plugins aus dem Manager heraus vorstellen. Und nun schauen wir uns mal an, was sie uns mitgebracht haben. Und dann können Sie im Fragenblock entsprechend Ihre Fragen gerne stellen, die wir dann im Nachgang mit dem Sebastian und Otto besprechen werden. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur Demo-Session für die GBD Web Suite. Die GBD Web Suite ist eine Open-Source-Plattform zur Verarbeitung und zur Präsentation von Geodaten im Web. Mein Name ist Sebastian Vername und ich arbeite als Softwareentwickler beim Geoinformatikbüro Dassau. Wir, also das Geoinformatikbüro Dassau, das ist unsere Webseite. Wir sind ein Consulting-Unternehmen für den GIS-Bereich. Und unter anderem entwickeln wir für unsere Kunden die GBD Web Suite. Die GBD Web Suite ist Open Source. Das heißt, Sie finden den gesamten Source Code dazu auf GitHub und die Dokumentation haben wir auch öffentlich. Also ist Open Source und ja, das bedeutet unter anderem, dass Sie die Website einfach ausprobieren können. Damit einfach ausprobieren auch wirklich einfach ist, weil ab und zu gibt es ein, zwei Hürden, durch die man, über die man springen muss, möchte ich Sie heute einmal durch die Schritte führen, die nötig sind, um ein QGIS-Projekt als Webseite zur Verfügung zu stellen. Das ist so eine der einfachsten Sachen, die man mit der GBD Web Suite ohne großen Aufwand hinbekommt. Die GBD Web Suite ist als Docker-Container verpackt, damit Sie die unter jedem Betriebssystem ausführen können. Ich in meinem Fall bin auf Windows. Das heißt, ich würde mir auf docker.com Docker Desktop runterladen, um die Website ausführen zu können. Auf Linux müssen Sie, ich glaube für Ubuntu ist es sudo apt-install docker.io. Damit müssen Sie Docker installieren können. Und ja, auf anderen Linux-Distros werden Sie sicher selber wissen, wie Sie Software installieren. So, um zu testen, ob Docker funktioniert, können wir einen Hello World Container ausführen. Der wird effektiv zur Verfügung gestellt. Wir sagen einfach Docker Run. Run heißt, wir wollen Docker ist das Programm. Run heißt, wir möchten einen Container Run starten. Und der Container, den wir starten wollen, ist benutzt das Image Hello World. Hello World ist, das Image wird automatisch runtergeladen, wenn es noch nicht da ist. Und dann wird diese Nachricht angezeigt. Das bedeutet, Docker funktioniert. An der Stelle, wenn wir diese Nachricht bekommen, haben wir effektiv alles, was wir brauchen, damit die Website am Ende auch läuft. Genau. Wir haben hier unsere Schnellstarteinleitung. Wir schnappen uns diesen Befehl. Was der effektiv macht, ist auch wieder Docker Run, ähnlich wie das Hello World Image
Benutzen wir jetzt aber das GBD Consult GWS Server Image. Und zwar nehmen wir nicht Latest, sondern in meinem Fall. Ich möchte gerne mit dem Release 7 arbeiten. Das ist das aktuellste Release im Moment. Sie sehen hier, die Dokumentation ist für Release 6. Das heißt, ich muss ein, zwei Sachen ändern. In Ihrem Fall, wenn Sie das durchführen, ist die Dokumentation für Release 7 vollständig hier. Das heißt, dann wählen Sie einfach Release 7 aus und können die Schritte so befolgen. Ansonsten erkläre ich auch schnell, welche Änderungen ich mache und warum. Das ist eventuell ganz interessant. Ja, wenn wir Release 7 ausführen. Ach, wir haben den Container schon mal gestartet. Das heißt, jedes Mal, wenn wir das starten, möchten wir einen neuen Container erstellen, effektiv mit dem Namen MyGWS Container. Das geben wir hier an einem markierten Part. Wenn wir nochmal einen Container erstellen müssen, kann er nicht den gleichen Namen haben. Das heißt, wir müssen mit Docker Container RM für Remove und dann den Namen, den Container erst einmal wieder löschen. Und dann können wir den Befehl wieder ausführen. An dieser Stelle kann es bei Ihnen beim ersten Mal etwas dauern. Es sind einige 100 MB, die runtergeladen werden. Es ist effektiv ein komplettes Betriebssystem fast, das runtergeladen wird. Und als Container, das ist sowas wie eine virtuelle Maschine, aber nicht ganz, bei Ihnen der gestartet. Die Ausgabe hier wird weitergeleitet von der virtuellen Maschine an unser Terminal. Und ja, das ist ineffektiv die Ausgaben von der WebSuite, die wir haben. Hier unten diese SpawnedUWSGI-Worker. Wenn wir die Ausgabe hier sehen, heißt es, die WebSuite läuft. Wir haben mit dem P-Parameter haben wir gesagt, wir möchten den Port 80 aus dem Container weiterleiten an den Port 333 bei uns. Das heißt, wenn wir jetzt auf Localhost 33333 gehen, dann sehen wir hier direkt schon die Startseite von der WebSuite. Das ist ja, wir kommen quasi in dem Container selber mit. Sie können sich das vorstellen, der Container ist wie eine virtuelle Maschine, inklusive Dateisystem und vorgefertigten Dateien, also die Installation der WebSuite. Das heißt, Sie nehmen sich einfach einen kompletten Computer, starten den und leiten eventuell den Port weiter, dass Sie dann hier auf dem Port 333 auf die WebSuite drauf können. Und hier haben wir natürlich auch schon eine fertige Konfiguration in der WebSuite, dass Sie es testen können. Das ist wie so eine Art Willkommensbildschirm. Den ersetzen wir jetzt selber noch durch unser eigenes Projekt. Das ist auch in dem Schnellstart quasi der nächste Schritt. Als erstes entfernen wir den Container nochmal. Das heißt, wir drücken hier Steuerung C, um das abzubrechen. Dann ja, Docker RM My GWS Container. Damit haben wir den wieder gelöscht. Jetzt brauchen wir ein Verzeichnis Data irgendwo auf unserer Festplatte. Ja, das ist nur ein Vorschlag. Ich meine, bei mir sieht der Ordner definitiv komplett anders aus, weil ich unter Windows bin. Und dann brauchen wir diese beiden Dateien hier. Ich schaue mir einfach mal den Quellcode davon an. Kopiere mir den ganzen Code. Und ja, das ist jetzt meine Entwicklungsumgebung. Effektiv ein glorifizierter Texteditor, in dem ich diesen Demo-Ordner, in dem ich arbeiten will, das ist effektiv mein Ordner mit allen Daten. Da sind schon die beiden QGIS-Projekte drin. Der ist hier drin offen. Das heißt, ich kann hier drüber jetzt auch direkt eine neue Datei erstellen. Die Datei, die ich kopiert habe, ist die config.json. Hier, neue Datei, config.json. Da füge ich den ganzen Kram ein und speichere das. Jetzt machen wir das gleiche noch für die projekt.html. Eine neue Datei. Projekt.html.
Ich hoffe, das wurde mit K geschrieben, muss ich gleich nachgucken. Und in dem Fall verwenden wir noch die Dokumentation von dem Release 6. Ich habe aber das Image für Release 7 geladen. Das bedeutet, ich, das müssen Sie nicht machen, muss hier jetzt eben noch an drei Stellen eine Versionsnummer anpassen. Dass wir nicht die 6.1.1, sondern die 7.0 benutzen. Ja, das ist effektiv unsere Webseite, die der Webserver uns gibt. Mit ein paar Styles, zwei Variablen, die gesetzt werden, nämlich die Projekt-ID und welche Sprache wir haben. Und dann haben wir ein Div. Also wenn Sie wissen, wie HTML funktioniert, in dieses Div, das wir als Vollbild setzen, wird effektiv unsere Kartenapplikation reingerendert. Und das hier ist der Source Code für die Kartenapplikation, für den Client, der eingebunden wird. Das ist aber insofern an sich vorgefertigt. Da müssen Sie nichts dran ändern, außer Sie wollen irgendwie eine Titelleiste oben drüber einfügen oder ähnliches. Oder wenn Sie jetzt Google Analytics oder ähnliches einfügen wollen, das könnten Sie hier dann noch mit einbinden. Genau, unsere Config-Datei ist JSON. JSON ist die JavaScript Object Notation. Die JavaScript Object Notation in diesem Fall, wir haben Objekte, die sind durch geschweifte Klammern definiert und wir haben Listen, die sind durch eckige Klammern definiert. Wie genau JavaScript Object Notation funktioniert, da gehe ich jetzt nicht genau drauf ein. Da findet man super Erklärungen auf YouTube oder im Internet an anderen Stellen. Aber effektiv, wir haben Objekte, da sind benannte Attribute drin und wir haben Listen, da ist eine Liste von Attributen drin. Das hier ist ein gutes Beispiel. Wir haben effektiv eine Liste, die fängt hier an und hört bei der passenden eckigen Klammer auf. Und da drin sind Objekte. Dieses Objekt hier in dem Bereich fängt bei der geschweiften Klammer an und hört da auf. Listeneinträge, effektiv dieses Objekt ist ein Listeneintrag. Dann kommt ein Komma, das trennt es vom nächsten Listeneintrag. Da kommt das nächste Objekt, ein Komma und das nächste Objekt. Das heißt, wir haben drei Objekte in dieser Actions-Liste drin. Wenn wir jetzt mit dieser Config-Datei unser Projekt starten wollen, dann brauchen wir einen etwas anderen Befehl. Und zwar der relevante Part hier ist der, ich kann das ein bisschen größer machen, sieht man das besser auf dem Video am Ende. Dieser Part ist dazu gekommen. Einen Bind Mount, das wir damit erstellen, heißt effektiv, wir haben unseren Container, quasi ein virtuelles Dateisystem ist da drin, und dort gibt es den Ordner slash data. Und dort sind die vorgefertigten Configs drin, die uns zum Beispiel diese Seite geben. Die möchten wir jetzt ersetzen. Und damit wir die ersetzen können, müssen wir sagen, wir möchten einen Ordner, der bei uns auf dem Hostrechner ist, in meinem Fall dieser Demo-Ordner hier, ich möchte den Inhalt davon nehmen und damit den Inhalt von dem bereits existierenden Ordner slash data innerhalb des Containers überschreiben. Der Pfad hier an der Stelle passt natürlich für mich jetzt nicht, das heißt, ich muss den anpassen, aber ansonsten passt das eigentlich ziemlich gut. Ich schiebe mir das mal etwas kleiner nach hier hin und den auch hier. Ich habe den Container bereits gelöscht, den ich vorher hatte. Das heißt, ich nehme wieder den Befehl und füge irgendwo innerhalb der Parameterliste, aber vor dem letzten Argument, nämlich dem Namen von dem Image, also quasi einem Template, nach dem der Container gebaut wird, füge ich den Mount Type Bind SRC gleich, ja, das mache ich gleich und dann DST ist gleich slash data. Okay,
Okay, wo kriegen wir unseren Quellordner her? SRC für Source, DSD ist Destination. Das hier ist unser Quellordner. Ich müsste in der Lage sein, einfach mir hiervon irgendwie den Pfad zu kopieren. Dann dort an den entsprechenden Ort zu gehen und den Pfad einzufügen. Jetzt habe ich mir den Pfad von der Config.json kopiert. Ich möchte aber den Demo-Ordner. Das heißt, ich lösche das daraus. Wenn ich das jetzt ausführe, startet die Websuite mit unserer eigenen Konfiguration. Warum nimmt die Websuite jetzt diese Config.json aus diesem Ordner? Wir haben nur den Ordner angegeben, aber der Ordner in Slash Data, der eingebunden wird. Moment. Unser Browser ist hier. Genau. Die Destination Slash Data, das ist der Ordner, ja, der Data-Ordner innerhalb des Containers. Dort wird erwartet, dass eine config.json liegt. Wir haben noch andere Config-Formate. Effektiv können Sie auch eine config.yaml benutzen, wenn Sie wissen, was das ist. Und eine config.py für eine komplette Python-Konfiguration. Effektiv, Sie müssen irgendwie die Möglichkeit haben, uns die Konfiguration an diesen Ort zu legen und die Datei dafür heißt config und irgendeine Erweiterung. JSON ist recht weit verbreitet. In der Hoffnung, dass Sie das kennen, benutze ich ja, JSON. Wir sehen, wir haben hier jetzt die Ausgabe von unserem Container bekommen, dass die Worker gespawnt wurden. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier die Seite neu laden, dann kriegen wir ein Forbidden. Warum bekommen wir ein Forbidden? Wir haben die gesamte Config überschrieben mit dieser Config hier. Machen das einmal groß, weil dann kann ich an die relevanten Stellen gehen. Die Websuite beinhaltet einen Webserver, den wir über dieses Web-Objekt in der Config konfigurieren können. Wir haben jetzt gesagt, unsere Assets liegen in dem Data-Ordner, unsere statischen Dateien müssten das sein, glaube ich, liegen in dem Data-Ordner. Und wir haben ein paar Rewrite-Regeln definiert, effektiv bis jetzt nur eine. Und die heißt es slash hello an einen relativ komplizierten Pfad weitergegeben wird. Effektiv ist das hier die Möglichkeit, die eigentliche Web-Suite aufzurufen. Alles andere hiervon ist erstmal nur ein Web-Server und hiermit rufen wir effektiv dann die Web-Suite auf. Und zwar mit ein paar Parametern. Wir haben hier die Project-UID. Ist hello. Pfad ist die project.html und der Befehl, also das Kommando, das wir der Website geben, ist asset http get path. Was das effektiv übersetzt bedeutet, das müssen Sie auch selber normalerweise nicht einstellen, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten. Das machen wir alles für Sie. Was das effektiv bedeutet, wir möchten hier im Demo-Ordner, weil den haben wir als Asset-Ordner definiert, und wir möchten ein Asset zurückgegeben bekommen. Da suchen wir nach der Projekt.html. Die wird mit C geschrieben. Ich muss sie eben umbenennen. Wir haben eine Project.html und wir haben eine Projekt-UID. Das gibt effektiv im Hintergrund den Namen von, also wir können mehrere Projekte definieren. Hier ist quasi eine Liste aus Projekten definiert und die UID von dem Projekt sorgt dafür, dass wir zum Beispiel mehrere Projekte definieren können für unterschiedliche Karten. Wir haben jetzt erstmal nur das Projekt Hello. Und wir haben nur diesen einen Pfad hello, der hardcodiert ist an der Stelle. Das bedeutet, wenn wir im Browser auf slash hello gehen, sollten wir unsere Karte sehen. So, als nächstes möchten wir unsere Kugelsprojekte effektiv auch mit auf der Karte anzeigen. Wir haben hier in dem Ordner ein Kugelsprojekt mit Points of Interest.
starte das einfach mal mit QGIS, damit wir ungefähr sehen können, was dort ist. Interest-Projekt. Das ist so, ja, das sind einfach ein paar Points of Interest. Und die möchten wir jetzt auf der Karte in der Web-Applikation anzeigen. Also ich schließe QGIS einfach mal wieder. Und wir können uns hier in der Config eine neue Ebene erstellen. Und setzen den Typ der Ebene auf QGIS. Den Titel der Ebene setzen wir auf Points of Interest und die URL. Wir haben keine URL, ne? Wir haben eine Datei. Das heißt, wir geben dem Ganzen einen Pfad mit und die Datei liegt in Data Pure QGIS, glaube ich. So. Schauen wir mal, ob der automatisch neu geladen hat. Nö. Das heißt, wir beenden das hier. Löschen den Container, starten den Container. Laden die Seite neu. Und sehen jetzt tatsächlich die ganzen Points of Interest. Wenn wir weiter mit dem Projekt arbeiten möchten, wäre es natürlich sehr angenehm, wenn wir nicht jedes Mal hier in der Konsole den Container neu erstellen müssen und löschen. Das heißt, wir können tatsächlich der Website sagen, sie soll schauen, ob es irgendwelche Änderungen in Konfigurationsdateien gibt und die Konfiguration eigenständig neu laden. Wenn wir wissen wollen, wie das funktioniert, wir können hier unter Referenzen die gesamte Konfigurationsreferenz ansehen. Und der Typ Application Config hier oben repräsentiert die gesamte Konfiguration. Das bedeutet effektiv, alle Eigenschaften, die hier aufgelistet sind, können von dem obersten Konfigurationsobjekt, effektiv die äußersten geschweiften Klammern, können hier drinnen stehen. API steht hier in dem Fall drin und Projects. Wenn wir das hier sehen, haben wir API und irgendwo steht auch Projects hier. Und was uns jetzt gerade interessiert, ist der Serverblock, den wir einfügen können. Den gibt es hier noch nicht. Ich schreibe den jetzt unten drunter unter den Webblock. Und wenn wir wissen wollen, was wir da reinschreiben können, können wir weiter auf den Serverblock gehen. Dort haben wir den Monitor. Das heißt, wir schreiben uns hier einen Monitor hin. Und der Monitor hat unterschiedliche Eigenschaften. Enabled ist immer true, das heißt, das müssen wir nicht setzen. Frequency 30. Ist mir, glaube ich, ein kleines bisschen zu niedrig. Das heißt, ich schreibe mir eine Frequency von, ich setze es mal auf 3 Sekunden. Und aktuell habe ich keine Pfade, die ich wirklich ignorieren will. Das heißt, ihr schreibt das hier in die Konfiguration rein. Und jetzt müsste ich ein letztes Mal den Container händisch neu starten. Und jetzt, ich schiebe das immer noch hier, dann sehen wir gleichzeitig die Konsole. Wenn ich jetzt hier die Frequency zum Beispiel auf 5 ändere, dann merkt er, wir haben was geändert. Und er startet alles neu.
Ich glaube, an der Stelle können wir nicht mehr auf die Worker warten. Da stehen jetzt andere Sachen unten. Aber aktuell braucht der Neustart noch nicht so lange, dass wir da wirklich groß drauf achten müssen. Ich bin aber eigentlich mit den 3 Sekunden zufrieden. Ich ändere das wieder zurück. Jetzt müsste hier wieder was passieren. Nach spätestens 5 Sekunden natürlich. Es sollte etwas passieren. Okay, können wir was anderes machen, damit eventuell etwas passiert, wie zum Beispiel die Reihenfolge der Ebenen tauschen. Das macht wenig Sinn, aber. Ah, okay, ich habe den effektiv geblockt, weil ich was markiert habe. Dann updatet das Terminal nicht. Ja gut, der ist jetzt auf jeden Fall neu geladen und ich würde erwarten, wenn wir jetzt auf unsere Seite gehen, dann sehen wir die Punkte nicht mehr, weil jetzt unsere OpenStreetMap-Ebene da drüber liegt. Hier an der Stelle, wo wir die Layer definieren. Definieren wir gleichzeitig die Reihenfolge. Wir haben es wieder geändert und er lädt neu. Ja, ich habe die Reihenfolge von den Ebenen geändert. Wäre jetzt schön, wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, die OpenStreetMap-Ebene zum Beispiel auszublenden, wenn sie denn da drüber liegt, damit wir die Points of Interest trotzdem sehen können. Und dafür müssen wir ein paar Steuerelemente im Client einblenden. Wir haben hier noch keine Client-Definition. An der Stelle mache ich das etwas größer. Schiebe den Browser nach links und gehe auf die Konfiguration. Hier haben wir wieder unsere Application-Config. Da gibt es den Punkt Client. Fügen wir uns hinzu. An der Stelle, ich kann den Client entweder global definieren oder für ein Projekt. Das heißt, innerhalb dieses Projektobjekts funktionieren die meisten Sachen, die auch innerhalb von der Application Config funktionieren und die überschreiben dann die globale Definition. Ich könnte mir eine Art Standard Feature Set für den Client global definieren, der für alle Projekte standardmäßig übernommen wird. Und für bestimmte Projekte, die zusätzliche Features brauchen oder bestimmte nicht haben sollen, kann ich die dann hier an- und ausschalten innerhalb der Projektkonfiguration. Genau, wir machen uns den Client jetzt einfach mal global. Und das Erste, was wir machen wollen, ist, wir möchten uns eine Liste von Elementen definieren für den Client. Unsere Elements sind eine Liste. Eine Liste, das sieht man hier an den eckigen Klammern, das entspricht effektiv, die Darstellung hier entspricht der Darstellung, wie ich die Konfiguration auch schreibe. Und hier sind Objekte von Elementkonfiguration hinterlegt. Ich kann die Reihenfolge von den Sachen steuern bzw. überschreiben, weil standardmäßig wird auch wieder die Reihenfolge, die hier in der Liste angegeben wird, einfach durch die Reihenfolge, in der ich die Objekte definiere. Die wird normalerweise übernommen, aber ich kann das auch explizit überschreiben mit Before- und After-Blocks. Der wichtigste Part ist aber der Tag. Und der Tag nimmt einen Text entgegen. Und der Text beschreibt effektiv das Steuerelement, was wir ein- und ausblenden wollen. Wir haben jetzt hier direkt in dieser Konfiguration nicht die Namen von den Steuerelementen, die wir ein- und ausblenden können.
Die finden wir aber an einer anderen Stelle in der Konfiguration. Und zwar. Hier im Client. Wenn wir hier runter scrollen, haben wir hier eine Liste mit Elementen. Wir haben Elemente in der Infobar, das ist quasi unten die Statusleiste am unteren Rand vom Bildschirm. Die Sidebar ist auf der linken Seite, die kann ein- und ausgeblendet werden, auch vom Benutzer auf Knopfdruck, wenn man das denn so konfiguriert. Und die Toolbar ist oben rechts in der Ecke, das sind Tools, die ich auswählen kann. Tasks sind kleine Buttons in einem Kontextmenü, die an bestimmten Steuerelementen noch mit dranhängen. Und ja, hier sind sonstige Sachen. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Wir möchten effektiv eine Liste mit unseren Ebenen sehen, damit wir irgendwie einen Ort haben, an dem wir die Ebenen ein- und ausblenden können. Das heißt, wir haben unsere Sidebar Layers. Das ist der Layerbaum hier. Den möchten wir einblenden. Das müsste automatisch im Hintergrund neu geladen werden gerade. Und jetzt haben wir hier links so einen Menüknopf bekommen. Mit dem Menüknopf können wir die Sidebar ein- und ausblenden. Und dann mussten wir hier jetzt explizit auswählen, dass wir, ich lade die Seite nochmal neu, dann kann man das besser sehen. Hier ist jetzt aktuell kein Fenster drin ausgewählt und wir können hier auf den Karteireiter für den Ebenenbaum gehen. Und dann haben wir hier unseren Ebenenbaum mit OpenStreetMap und unseren Points of Interest. Das ist effektiv das QGIS-Projekt. Die Points of Interest sind nur eine Ebene. Aber wir können die aktuell hier noch aufklappen. Das ist natürlich nicht sonderlich schön. Das ist ein Punkt, den wir jetzt gleich ändern müssen. Und ich möchte nicht explizit hier auf diesen Knopf drücken, damit ich, sobald ich die Seite geladen habe, die Ebenen auch ansehe. Das sind zwei Klicks, das ist einer zu viel. Außerdem würde ich gerne, dass die Sidebar standardmäßig eingeblendet ist. Der Knopf hier, den findet man vielleicht nicht auf Anhieb. Ja. Ich meine, im Rahmen von dieser Applikation macht das vielleicht theoretisch nicht sonderlich viel Sinn, aber wir möchten ja Sachen demonstrieren gerade. Das heißt, wir schauen uns unsere Konfiguration an für den Client. Der Client hat nämlich einen Options-Block. Ähnlich wie unsere Liste von Elementen haben wir Options. Die sind aber in einem Objekt und da haben wir die Option Sidebar Visible. Das blendet unsere Sidebar standardmäßig ein und wir haben Sidebar Active Tab. Da wird hier als Beispielwert, nicht als Default-Wert, sondern als Beispielwert angegeben, Sidebar Layers. Das ist effektiv der Tag, den wir hier ausgewählt haben. Und wenn wir den da reinschreiben, sollten wir danach, sobald wir hier einmal neu gestartet haben, also sobald es automatisch neu startet, sollten wir hier unsere Seite neu laden können. Und das Ganze ist standardmäßig eingeblendet. Was uns jetzt noch fehlt, ist dafür zu sorgen, dass wir die Ebene hier nicht aufklappen können, weil das Ganze ist redundant. Und die einfachste Möglichkeit, um das hinzubekommen, ist zu sagen, wir möchten eine abgeflachte QGIS-Ebene, also QGIS-Flat heißt der Ebenentyp, verwenden.
Da werden effektiv alle Ebenen in dem Kugelsprojekt zusammengefasst in eine Ebene und es wird effektiv am Ende nur eine so eine Ebene angezeigt. Wenn ich den Datei speichere, weil mir ein bisschen neu geladen hat. Und jetzt sollten wir hier schon sehen, wir können diese Ebene nicht mehr auf- und zuklappen. Das heißt nur noch Points of Interest, den Namen, den wir vergeben haben. Ja, wunderschön. Jetzt wüsste ich gerne noch, was das denn eigentlich für interessante Punkte sind, die wir hier auf der Ebene haben. Und dafür brauchen wir so etwas wie ein Abfragetool. Ja, wir liefern ein Abfragetool mit. Und damit das Ganze funktioniert, müssen wir dem Server eine weitere Aktion mitgeben. Effektiv sind das die Actions von der API. Das sind verschiedene Dinge, die Websuite serverseitig zur Verfügung stellen soll als Features. Eins, was wir haben, ist eine Karte zu liefern, ein Projekt zur Verfügung zu stellen, also Informationen über ein Projekt. Wir können nicht unterschiedliche Projekte definieren, wenn wir die Projektaktion nicht aktiviert haben. Asset brauchen wir auf jeden Fall, um irgendwelche Dateien zurückzugeben, die nicht komplett statisch sind. Das heißt, das sind so, wenn wir eine Karte darstellen wollen, brauchen wir auf jeden Fall die. Meistens wollen wir auch irgendwie die Möglichkeit haben, zu suchen oder Sachen abzufragen. Das heißt, wir ergänzen noch die Aktion Search. Und diese Aktionen sind nur serverseitig. Da brauchen wir jetzt auch noch im Client ein weiteres Element. Das müsste in der Toolbar sein, das Element. Und das heißt Identify Click. So dass wir mittels einem Mausklick ein Feature identifizieren können. So, wir sollten hier gleich fertig sein mit dem Neuladen. Und jetzt haben wir hier oben unser Abfragetool dazu bekommen. Wenn wir das aktiv haben, dann leuchtet es blau. Dann können wir effektiv schauen, was unter meiner Maus ist, wenn ich irgendwo auf die Karte klicke. Und hier werden die Informationen aus der Datenbank angezeigt. Wir können hierfür, für die Anzeige unten in dem Fenster, eigene Templates hinterlegen, sodass wir nicht alle Spalten aus der Datenbank anzeigen. Es reicht uns wahrscheinlich zu wissen, dass es eine Kneipe ist und dass der Name von der Kneipe Derendorfer Treff ist. Und die ID 1204 interessiert uns effektiv überhaupt nicht, um sie dem Anwender anzuzeigen, zumindest in diesem Fall. Die Informationen sind effektiv Attribute von den Features, die hier angezeigt werden. Und die werden von einer Template-Engine quasi in ein HTML-Snippet eingebunden. Das heißt, alles, was Sie da machen können, alles, was Sie sich da vorstellen können im Rahmen von einer Webseite, funktioniert auch hier unten innerhalb dieser Box. Sie können Links hinterlegen, Sie können Bilder einbetten, was auch immer Sie sich vorstellen können an der Stelle. So viel zur Grundkonfiguration der Websuite. Ähnlich wie ich es an ein paar Features gezeigt habe jetzt, können Sie relativ einfach diverse weitere Features konfigurieren. Unter anderem haben wir eine Alkes-Integration mit Flurstückssuche und Geokodierung. Wir haben Authentifizierungsmöglichkeiten, entweder dateibasiert oder per LDAP oder Active Directory. Sie können im Browser Dinge bemaßen. Sie können im Browser direkt digitalisieren.
Wir haben die Möglichkeit, eine tabellarisches Editieren von Attributstabellen umzusetzen und natürlich solche Standardsachen wie Drucken. Zu allerletzt haben wir noch einen Punkt auf der Agenda stehen, und zwar den GBD WebSuite Manager. Und zwar, ich habe Ihnen ja jetzt gezeigt, wie Sie die Website konfigurieren können. Und das Ganze ist auch optimal unserer Ansicht nach, deswegen haben wir die Website geschrieben, für Projekte, die sich nicht oft ändern oder die einen entsprechenden Komplexitätsgrad haben, dass man das Ganze nicht über einen Kamm scheren kann. Sehr oft möchte man aber nur eben schnell ein cooles Projekt mit irgendwem teilen. Und dafür möchte man am besten nur mit einem einzigen Klick, am besten direkt in QGIS, wo man das QGIS-Projekt erstellt, das Projekt so, wie man es sieht, als Webseite zur Verfügung stellen, jemandem den Link schicken. Ja, und mehr möchte man nicht machen. Und genau das geht mit dem GBD WebSuite Manager. Das ist ein QGIS-Plugin, das arbeitet zusammen mit der WebSuite. Und das ermöglicht es Ihnen aus QGIS mit einem Klick ein Projekt als Webseite zur Verfügung zu stellen. Dafür sind ein paar Einstellungen in der WebSuite notwendig, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde. Das passt von der Zeit her nicht mehr. Aber ich zeige Ihnen einmal kurz, wie Sie von der QGIS-Seite her den GBD WebSuite Manager ins Laufen kriegen. Ich nehme hier das gleiche QGIS-Projekt, mit dem ich vorhin auch schon gearbeitet habe. Die Daten hierfür kommen aus einer Postgres-Datenbank. Aber die könnten auch in Form von einer GeoPackage-Datei auf der Festplatte liegen oder ähnliches. Das macht in dem Fall nicht wirklich einen Unterschied. Das erste ist, wir brauchen unsere Erweiterung und müssen unser Repository einfügen. Das ist so. Wenn Sie nur auf diese URL gehen, sehen Sie auch eine Liste mit den ganzen Plugins, die wir als Firma erstellt haben. Und jetzt müssten wir den GBD WebSuite Manager einfach installieren können. Hier oben taucht er auch schon auf. Jetzt müssen wir bei der Authentifizierung einen neuen Eintrag erstellen, damit wir uns bei der Website-Installation authentifizieren können. Effektiv haben wir unsere Demo-Installation vom GBD WebSuite Manager an diesem Ort. Ich nenne es mal GBD Manager. Wir haben eine einfache Authentifizierung. Ein Passwort. Das Ganze speichern wir. Und jetzt können wir den Manager starten. Vielleicht möchten wir noch eine Hintergrundkarte hinzufügen. Ich habe hier gerade eine OpenStreetMap-Karte. Packen wir jetzt Hintergrund da rein. Da haben wir jetzt unsere Punkte in Düsseldorf. Und dann nehmen wir den Manager, wählen die Installation aus. Jetzt sehen wir, hier ist schon ein Projekt hinterlegt. Das können wir uns auch eben angucken. Das ist eine Radtour, die ein Kollege von mir gemacht hat. Der hat er zu Demozwecken hier eben hochgeladen für mich. Ja, da sehen wir die Radtour, die ist einfach als Internetseite
zur Verfügung gestellt worden. Und ja, dann können wir hier im WebSuite Manager jetzt effektiv sagen, wir haben unser Projekt, das ist das Projekt, was wir gerade ausgewählt haben, dem geben wir einen Namen, zum Beispiel Düsseldorf Punkte. Ja, nennen wir es einfach nur Düsseldorf. Und dann drücken wir auf den Plus-Button. Und an der Stelle laden wir das Projekt, so wie es ist, auf den Server hoch. Und wir bekommen gleich eine Rückmeldung, dass das Projekt gespeichert wurde. Und ab jetzt können wir über diesen Knopf, ich möchte keine Tabs kopieren, das Projekt aufrufen und es ist im Internet, steht im Internet zur Verfügung. Hier an der Stelle können wir jetzt natürlich nicht in QGIS die ganzen Einstellungen vornehmen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall hier unten die Leiste. Wir haben nur den Abfrageknopf. Ansonsten könnten wir noch viel mehr Funktionen hinzufügen. Aber um einfach nur schnell Daten zu präsentieren, ist der GBD WebSuite Manager einfach einfach. Ja, ich glaube, das ist auch ungefähr das Ende der Demo-Session. Jetzt gibt es noch eine Fragerunde. Ja, für mich bleibt jetzt eigentlich nur noch, mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich hoffe, Sie fanden das Ganze interessant. Ja, und wenn Sie Fragen haben, stehe ich gerne zu Ihrer Verfügung. Ja, vielen Dank für die Demo-Session von der WebSuite. Wir haben jetzt auch den Sebastian und den Otto mit dabei, die, wie gesagt, für Fragen zur Verfügung stellen. Der Sebastian hat das ja gerade alles entsprechend vorgestellt. Und Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Das können Sie, wie gesagt, hier gerne in dem Fragenblock machen, die wir mit rübernehmen. Ich würde dann auch kurz ein bisschen warten, beziehungsweise dann einmal kurz überbrücken. Wir hatten zwischendurch darüber gesprochen oder hattet ihr gesagt, dass ihr die Sechser Suite halt in dem Docker-Image entsprechend genutzt habt, beziehungsweise dann ja geändert habt, dass es die entsprechende 7er-Version ist. Könnt ihr ein bisschen was zu der 7er-Version erzählen, was da dann vielleicht an Erneuerungen oder so drin sind? Ja, also die 7er Version, die haben wir jetzt, wir sind also mittendrin im Release und wenn man auf die Webseite geht des Projektes, also was ja auf dem in der Demo auch angezeigt wurde, da kann man das auch mittlerweile schon sehen und ein bisschen sich anschauen. Vor allen Dingen hatten wir, das haben wir auch hier in einem Vortrag gezeigt, ging es halt um die Bereitstellung in zweierkonformer Dienste. Das ist ein Teil. In dem Rahmen haben wir eine ganze Reihe von Services auch entwickelt und erweitert, die die WebSuite zur Verfügung stellen kann. Dann ist ein Teil, dass wir konfigurierbare Eingabefelder so in diesen Bereichen eine ganze Menge angepasst haben und erweitert haben. Es ist ein Validierungsschema hinzugefügt worden für die Benutzereingaben von diesen Eingabefeldern. Und im Bereich der Attributtabellen, editierbare Attributtabellen, also man kann mit der WebSuite auch Daten erfassen, digitalisieren, Attribute editieren. Auch da haben wir eine ganze Reihe von Dingen neu ergänzt oder erweitert und hinzugefügt. Also eine ganze Reihe von Dingen. Sagtest du gerade, ihr seid beim Releasen. Wann denkt ihr oder voraussichtlich, wann würde es dann bereitstehen? Er steht im Grunde genommen schon bereit, also so wie das Sebastian auch demonstriert hat, man kann das jetzt so herunterladen, okay. Das Image, und mittendrin oder noch so ganz noch nicht abgeschlossen, heißt, wir sind noch so ein bisschen am Feinschleifen für die Webseite oder, und ja, das ist eigentlich so der letzte Punkt. Währenddessen ist dann noch eine Frage eingegangen und die solltet ihr, glaube ich, auch sehen. Werden am Backend Caching-Technologien eingesetzt, vielleicht MapProxy oder Ähnliches? Könnt ihr da was zu sagen? Ja, wir können jede Ebene einzeln cachen. Ja, also Sie können einstellen, ob Sie eine Ebene cachen wollen. Sie können den Cache komplett preseeden.
ja, das, wir benutzen Caching-Technologien, ist die Antwort auf die Frage, denke ich. Okay, wunderbar. So, weitere Fragen haben wir jetzt direkt nicht, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, ihr habt ja auch einen Stand in der Netzwerkwelt. Das heißt, wenn jetzt im Nachgang oder so noch Fragen aufkommen, dann sind dann die Kollegen von dem Geoinformatikbüro dann auch an dem Stand, die ihre Fragen dann beantworten. Alternativ, wenn Sie sich kurzfristig noch entscheiden sollten, besteht auch die Möglichkeit, morgen um 11 habt ihr ja auch nochmal einen Docker-Workshop, den ihr, wie gesagt, ja anbietet, wo das ja auch nochmal entsprechend thematisch, wie gesagt, vertieft wird. Also für Kurzinteressierte auch da die Möglichkeit, am Infodesk melden und dann gegebenenfalls bei Bedarf den Workshop, wie gesagt, morgen dann in Anspruch nehmen. Ansonsten sage ich mal bis hierhin, Sebastian und Otto, vielen Dank, dass ihr, wie gesagt, den Beitrag, wie gesagt, zusammengestellt habt und für Fragen zur Verfügung gestanden habt.